Uns anzugreifen war echt ein großer Fehler. Hübsche Kostüme, ihr Idioten. Ich meine, ihr Süßen. Alles in Ordnung? Super. Das ist für alle Frauen auf der Welt, die New Tights tragen müssen. Ich habe übrigens voll in ein Essen gespuckt. Ich zeig euch mal, wie das Double Whammy in unsere Double Whammy... Ich muss mein Make-up checken. Hab ich dir wehgetan, Schätzchen? Hey Schnuckis, habt ihr schon Spaß? Sorry, Schätzchen. Du hast dich mit den falschen Bitches angelegt. Du denkst echt, du bist ein harter Hund. Zeit, dir jemanden vorzustellen. Sag hallo, Rebecca. Dich hau ich klein und stopf dich mir in den Arsch. Ich stopf gleich jemand an einen dunklen, stinkenden Ort. Du hast dich mit den falschen Raisins angelegt. Schnappt sie euch! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Mein Instagram-Foto vom Ballettkurs hat 1000 Dislikes bekommen! Ich werd voll getrollt! Was zur Hölle? Warum hast du getweetet, dass ich mit Eric Cartman ausgehe? Hab ich nicht! Mann, jetzt werde ich auch noch voll getrollt! So eine Scheiße! Meine ganzen Follower sind futsch! Ich muss sofort an den Computer! So eine Scheiße! Hallo, Wunderarsch! Keine Sorge, ich kündige all ihre Instagram-Freundschaften. Die sind wir erstmal los. Vorsicht beim Superheld-Spielen. Da kann man sich eine Menge Feinde machen. Manche Jungs glauben, Mädchen sind keine guten Superhelden. Was meinst du? Glaubst du, dass Mädchen so gute Gamer sind wie ihr Jungs? Du hütest deine Geheimnisse, hä? Okay, hör zu. Du hast ein Riesenproblem. Was du gestern getan hast, hat Aufmerksamkeit erregt. Bei fiesen Typen. Es gibt einen Gangsterboss, der hier in South Park das Sagen hat und der will sich zum Bürgermeister wählen lassen. Deine Aktion gestern hat ihn aufgeschreckt. Ich checke ständig Instagram und Facebook und gleiche alles mit Tumblr ab. Und ich habe Twitter und LinkedIn im Auge. Wenn du Informationen brauchst, du weißt, auf wen du dich verlassen kannst. Call Girl. Pass auf dich auf, Süßer! Ein Klack für Captain Diabetes. Jetzt geht's ab. Zieh weiter, tapferer Krieger. Wir werden uns wiedersehen. Nächster Versuch.
gesegnete Zeit... Behalte deinen Daumen halt für dich, Furznase. Dann mal los! Oh Gott, wie machen die das nur? Wir sind echt weit oben. Ich sehe unser Haus von hier. Ich brauche ein Outfit mit langen Ärmeln. Sie sind ein Minderjähriger und nähern sich einem rauschmittelhaltigen Sperrbereich. Treten Sie zurück oder Sie werden terminiert. Pech für dich. Minderjährige dürfen da nicht rein. Aber du bist ja kein gewöhnlicher Minderjähriger. Wo haben sich diese Scheißkatzen verkrochen? Tut mir leid. Ich folge ausschließlich nur Elementaristen. Tut mir leid, ich folge nur Psychen. Keine Arschtritte, Brutalist. Ha? Machen wir ein Foto. Juhu! Danke. Ja, ich schieße nur Selfies mit Karate-Kid-Superhelden, die viel Trinkgeld geben. Ja, du musst die ersten Selfie-Pass besorgen.
Ich mache nur Selfies mit Assassinen. Da stehe ich total drauf. Oh, bevor du einen Pass hast, denke ich nicht mal im Traum daran, ein Selfie mit dir zu machen. Du bist echt schnell und echt schwul. Wuhu! Hey, genau, kein Selfie mit so schwul Charakterklassen. Tut mir leid, ich folge nur Pflanzmagiern. Der furzende Selbstjustizler. Ich weiß, wo du wohnst. Erinnerst du Schneckenpost? Ja, ich erinnere. Ja, ich erinnere richtige Briefe. Und erinnerst du auch noch Schreibschrift? Klar, ich erinnere. Der furzende Selbstjustizler nervt.
könnte ein paar Heldinnen gebrauchen. Hey, willst du Nacktfotos von deiner Mom sehen? Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen! Ich verlasse mich auf dich! Wie der Wichser abgeht! Mach die fertig, Wunderarsch! Nehmt eure Medizin, Zwerge! Ja! Den habe ich extra für dich von ganz unten hoch. Geholt. Dein Zug gehört jetzt Kuhn und Fred. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Das könnte brennen. Ja. Easy. Viertklässlerversohlen, geile Sache! Diabetes-Time! So bitte so, als hätte das richtig wehgetan. Mach sie glatt! Platt, glatt, was auch immer. Megapause, Pacharoo. Die haben überhaupt keine Chance. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Scheiße gelaufen, Neuer. Ich bin wieder da, wieder. Oh Mann, nicht schon wieder. Nein, meine Brille! Gut, dass ich für euch kämpfe und nicht wegen irgendeiner fiesen Wendung gegen euch. Ich habe zurzeit einen Haufen Stress. Den werde ich an dir abbauen. Diabetes fordert wieder ein Opfer. Also los! Könnt mir nicht egaler sein. Oh! Das habe ich kaum gesehen. Das ist jetzt unser Laden! Vielleicht würde ein bisschen Furzen meiner Beliebtheit guttun. Bitte was? Was hast du gesagt? Na, du kleiner Unruhestifter, siehst fesch aus heute. Aus dem Weg, verdammt! Jetzt haben Sie ein Problem mit mir! Ich werde nicht einfach tatenlos zusehen, wie Sie die Ethnie dieses Mannes beleidigen! Ich habe ihn nicht beleidigt. Entschuldigung. Haben Sie gesagt, dass dieser Mann müde wirkt oder nicht? Ja, er ist mein Freund. Ich sagte, Paolo, du siehst müde aus. Mikroaggression! Hispanoamerikaner werden oft als verpennt bezeichnet. Zu sagen, dass er müde aussieht, ist eine Mikroaggression, die ich nicht erlaube. Ich bin müde. Du bist neu hier, oder? Ich bin der Direktor deiner Schule, PC Principal. Ich habe gehört, du willst über Ethnien mit mir sprechen. Okay, los geht's. Komm schon, du willst was über Ethnien lernen? Streng dich an! Ein schöner Tag, nicht wahr?
Was machst du? Du kannst dich grundlos angreifen. Versuch's nochmal. Ein schöner Tag, nicht wahr? Was machst du? Du kannst dich grundlos angreifen. Versuch's nochmal. Ein schöner Tag, nicht wahr? Sehr gut. Das war in der Tat keine Mikroaggression. Runde 2. Ich hatte einen Hamburger letzte Woche. Stimmt, das war auch keine Mikroaggression. Jetzt werde ich eine Mikroaggression benutzen. Du wirst sehen, wie vorteilhaft das ist. Leute, hört mal her. Ich werde eine Mikroaggression benutzen, aber nur als Training für diesen jungen Menschen. Als Kämpfer für die soziale Gerechtigkeit. Danke, Mikroaggression kommt gleich. Danke. Brian ist ja eine süße Puppe. Mikroaggression, schlag ihn! Gar nicht übel. Das Wort Puppe ist nicht nur abwertend gegenüber Frauen. Ein Mann dafür zu kritisieren, feminin auszusehen, ist auch eine Mikroaggression. Erkennst du auch die subtilere Mikroaggression? Meine Hose ist warm. Meine Hose ist warm. Falsch! Meine Hose ist warm ist keine Mikroaggression! Dieser Kaffee gehört Tim Sherman. Es soll bald regnen. Janet fährt gern Rollschuh. Mr. Yamashiro fährt eigentlich sehr gut Auto. Mikroaggression! Schlag ihn! Toll! Der Begriff eigentlich impliziert, dass andere Asiaten keine guten Fahrer sind und die Verwendung von Mister ist beleidigend für Personen dritten Geschlechts. Bevor wir über deine Abstammung sprechen, solltest du da draußen etwas Aufklärungsarbeit leisten. Denk daran, Menschen verwenden dauernd Mikroaggressionen. Du musst sie dafür büßen lassen. Du solltest Menschen aller Rassen und Einstellungen anfurzen. Verbrechensbekämpfung mit Inklusion. Mal eine Styleberatung gedacht. Wirklich, dieser Selbstjustizler... Shit, hab das Hackfleisch nicht aufgetaut. Dann gibt's wohl wieder Fastfood. Soll ich dir die Fresse polieren? Au! Wer will zuerst? Zeig ihnen, was du drauf hast! Du kleiner, schneller Bastard! Ich liebe Attacken mit richtig viel Wumms. Der Viertklassmüll muss mal rausgebracht werden. Mikroaggression. Schlag ihn. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Tara! Ha!
Komm wieder auf die Beine, Arschboy. Ich bin dran. Insulinschock! Das hast du verdient. Dein Zug gehört jetzt Kuhn and Friends. Ich bin dran. Räuber kam's. Lass mir auch was übrig. Aus dem Weg, Kuhn, Freunde. Daddy ist da. Ja. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Ich bin jetzt dran. Ohne zu zucken. Respekt. Kettendiabetes ist kampfbereit. Ja! Hiebe im Namen der Gerechtigkeit. Nicht gucken, ihr Schwachteln. Es ist Crack-Zeit. Ich meine Super-Crack-Zeit. Omega Crash Extra. Was? Sechsklässler können nicht sterben. Wir sind unsterblich. Das packst du schon. Sehr gut, Wunderarsch. Gleich kriegt ihr Tollwut. Ja. Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn and Friends. Lass dich da von deinem Freund massieren. Sind wir fertig?